Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag, Edrun ist wieder am Start und zwar in der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es diesmal um dieses kleine nützliche Gadget hier und zwar einen Timer. Einen Timer braucht man ja so gut wie überall, wenn man zum Beispiel Kuchen bäckt oder eine Vorlesung hört, einen Vortrag macht, was weiß ich, alles Mögliche. Also da kann man ja nun wirklich unendlich viele Eigenschaften dran gutheißen. Ein Timer ist halt wirklich gut, egal ob ihr Eier kocht, ob ihr Suppe kocht, ob ihr einen Kuchen backt oder. Wir schauen mal jetzt hier rein, was es hier so gibt. Wir haben jetzt hier einen manuellen Timer und es gibt tatsächlich noch Leute, die keine Smartwatch haben, sondern sich mit so einem Teil zufrieden geben. Nun kennt man ja die typische Eieruhr, die eigentlich nach 60 Minuten dann klingelt und das Problem ist ja daran, wenn man die 60 Minuten dann ein bisschen mehr braucht, 70, 80, 90 Minuten, dann hat man also wirklich ein Problem. Man muss die Eieruhr immer wieder nachstellen. Jetzt könnte man sich denken, Mensch, nimm doch dein Smartphone und stell dein Smartphone. Es gibt tatsächlich Leute, die nutzen kein Smartphone, also zumindest nur alte Telefone und wissen gerade mal so mit dem Tastentelefon umzugehen, wie man an der Stelle damit telefoniert. Für die Dinger sind dann sozusagen, für die Dinger wahrscheinlich, für die Leute sind dann diese Dinger hier geeignet. So muss man das sagen. Was haben wir hier? Wir haben hier einen Timer, der bis zu 10 Stunden einen Timer runterzählen kann. Wir haben einen Timer mit eingebautem Akku. Wir haben einen USB-C-Ladeport, also auch ein USB-A auf USB-C-Ladekabel dabei. Wir haben Magneten an der Hinterseite, wo das Ganze dann sich dran befestigen lässt. Das heißt unter anderem am Kühlschrank oder natürlich auch sonst wo. Also hier sieht man es schon mal, es hält super. Am Kühlschrank müssen wir das Ganze ansonsten nochmal ausprobieren. Da hängen wir das Ding dann dran. Wir haben aber auch für die Leute, die keinen Kühlschrank mit Magnet haben, einen Stand. Der Stand ist dafür da, damit wir natürlich die Timer-Uhrzeit, sage ich mal nicht die Uhrzeit, sondern den Timer direkt ablesen können. Oder wir haben auch noch Möglichkeit Nummer 3, die Wandhalterung. Und zwar können wir die einfach an einer Schraube, Nagel oder an einer Pinnwand, hätte ich jetzt gesagt, irgendwo befestigen. Das Ding ist nämlich nicht sonderlich schwer. Wir haben hier die Möglichkeit, den Timer einzustellen, dass er piepen soll oder dass er vibrieren soll. Wir haben auch noch die Helligkeit, einmal die, ja, logischerweise aus, dann kleine Helligkeit und die große Helligkeit bzw. Power-Saving-Modus. Das sieht soweit schon mal sehr übersichtlich aus. Und dann können wir Stunden, Minuten, Sekunden hier einstellen. Clear heißt alles löschen, Start oder Stopp. Und wir können auf Vibration oder auf Piepen jetzt gehen. Das finde ich schon mal ziemlich praktisch. Also gucken wir uns das Ding doch mal an. Wie starten wir das Gerät? Wir müssen also erstmal hier einschalten. Einschalten ist schon mal soweit gar nicht schlecht, denn wir haben jetzt hier die Möglichkeit. Klar, wir sehen jetzt hier durch die Folie, es ist schwaches Licht, aber man sieht es. Und ich kann das Ganze hochschalten. So für die älteren Damen der Küche, des Haushaltes, die können dann tatsächlich das Ganze besser ablesen. Wie stelle ich es ein? Omi gerecht ganz einfach. Ich drücke einfach, wo Stunde steht, also HR ist Hour, Hour ist die Stunde. Wir drücken drauf, 2 Stunden soll der Timer runterlaufen. Wenn wir das Ganze natürlich wieder einmal weitermachen, ab 9 fängt er an, wieder normal zu werden. Oder ich drücke auf Clear, dann geht das auch. Was ziemlich cool ist, wir gucken mal. Jetzt kann ich hier die unterschiedlichen Stunden und Minuten einstellen. Sagen wir mal meinetwegen, in 1 Stunde und 4 Minuten soll der Timer beginnen. Dann drücke ich jetzt hier einmal auf Start und er zählt jetzt 1 Stunde, 3 Minuten und 55, 54, 53, 52, so lange runter, bis das natürlich vorbei ist. So, jetzt geht natürlich das Licht direkt erstmal wieder aus. Soweit schon mal sehr cool. Wir sind nämlich im Power-Saving-Modus, wie wir jetzt hier so sehen. Das heißt, das leuchtet nicht die ganze Zeit. Ihr braucht bloß jedes Mal wieder draufdrücken. So, jetzt habe ich einmal hier drauf gedrückt. Wir machen mal weiter. Wenn man Start oder Stopp drückt, ganz klar, kann ich jetzt zusätzlich noch 1 Stunde einstellen. Tatsächlich, also während der Timer jetzt läuft sozusagen, kann ich 1 Stunde hochschalten und ich drücke wieder auf Start. Sollte ich aber zwischendurch jetzt 1 Stunde dazu addieren, dann sehen wir ja schon, passiert der Spaß, dass es stehen bleibt und ich muss wieder auf Start drücken. Also Minuten kann ich auch einstellen, aber er läuft nicht durchgehend weiter. Das sollte man sich auf jeden Fall vor Augen führen. Ich werde euch jetzt da noch mal was zeigen und zwar, wie wir das jetzt machen. Wir lassen jetzt den Timer sozusagen mal laufen und wenn der hier kurz vorher ist, dann wollen wir den Vibrationsmodus natürlich einmal direkt ausprobieren und in der Zeit, wir schauen mal ganz kurz, zack, geht nach ungefähr 10 Sekunden natürlich der Bildschirm aus. Wenn ich das Ganze aber auf die Stufe runterstelle, ah, guck mal, das ist interessant, wir haben die Einstellung komplett aus. So, dann haben wir ihn wieder eingeschaltet. Das solltet ihr wissen. Stufe 1. Halt, siehst du, das habe ich vorher auch falsch gemacht. Stufe 1. Stufe 2 ist heller. Ah, das muss man erstmal rausfinden. Dazwischen ist die Stufe, da bleibt der Bildschirm nämlich an. Alles klar. Wenn man das nämlich nicht weiß, dann kann man hier die ganze Zeit natürlich warten. Oho. Und jetzt können wir die Sekunden auch einschalten. Wir drücken mal auf Start. Und wir haben jetzt Vibrationsfunktion. Oh ja. Das Ding ist auf jeden Fall sehr laut
und der vibriert dann, bis du ihn sozusagen deaktivierst. Das ist halt eine praktische Sache, wenn man halt nicht unbedingt gestört werden möchte. Wenn ihr das hier irgendwo drauflegt, ihr seht ja, er vibriert unendlich lange weiter. Ihr müsst es einfach hören. Ansonsten gibt es natürlich die Funktion, zack, wir drücken den aus, wir gehen wieder auf Clear und wir gehen mal auf die 5 Sekunden nochmal hoch und wir machen mal die erste Lautstärke. Bin mal gespannt, wie laut er denn hier piept. Da piept er gar nicht. Sehr interessant. Okay, also hier ist Lautstärke 1 ist sozusagen aus. Vibration, dann Lautstärke aus, soweit ganz klar. Dann machen wir nochmal direkt Stopp, machen wir nochmal Clear, gehen wir nochmal direkt hoch und drücken die Sekunden auf 5. Ganz vorsichtig einen Schiebeschalter höher. Wir drücken wieder, dann müsste das die Lautstärke 1 ja sein. Ganz normaler nerviger Piepton, wie man das so vom Wecker her kennt. Auch da wieder einmal draufdrücken. Okay, soweit ganz gut. Dann gibt es die maximale Lautstärke. Mal gucken, ob wir jetzt hier direkt fortfahren können. Machen wir wieder auf Start. Das müsste ja noch lauter sein dann. Okay, also noch lauter. Hört man deutlich den Unterschied? Aus oder Vibrationsmodus an. Kann ich direkt durchschalten? Ja, dolle laut. Okay, lassen wir das an der Stelle mal. Gut, haben wir soweit gesehen. Also wir haben hier oben sozusagen den Power-Saving-Modus, der den Bildschirm nach 10 Sekunden sozusagen deaktiviert. Das ist ja schon mal ganz klar. Wenn wir die 10 Sekunden dann gewartet haben, geht der Bildschirm hier aus. Das hält natürlich vom Akku her länger. Idealerweise gucken die Omis aber auch gerne mal drauf oder wer auch immer das Ding benutzt und wollen natürlich wissen, wie läuft das jetzt mit der Zeit eigentlich die ganze Zeit ab. So, das heißt, wir können den hier die ganze Zeit laufen lassen auf der Helligkeitsstufe, also High sozusagen, was extrem hell ist. Man sieht das Ganze hier. Also es ist sogar von dem Winkel her sehr gut ablesbar überall. Das finde ich ziemlich praktisch. Kann man dann, wie gesagt, an den Magnetkühlschrank oder so batchen und dann war es das. Oder wir gehen mal ganz vorsichtig runter auf die erste Helligkeitsstufe. Die würde sogar im Dunkeln schon ausreichen. Das Problem ist an der Stelle bloß, dass wir hier keine Stoppuhr drin haben. Wir haben halt hier wirklich nur den Timer direkt drin. Aber wer halt eine ältere Oma noch da hat, die halt gerne wissen möchte, wann der Kuchen kurz vorm Verbrennen ist und natürlich gerne auch draußen im Garten rumwuselt, kein Smartphone dabei hat, die stellt sich das Ding in der Piepfunktion dann draußen hin und ist dann dementsprechend glücklich, wenn er dann loslegt. Und dann hört man das auf jeden Fall. Dann drückt man einfach nur ganz kurz auf Stopp und man hat auf jeden Fall alles das, was man braucht. Wenn man hinterher fertig ist, muss man Omi nur erklären, einmal hier kurz runterdrücken, dann ist das Ding komplett aus. Und sollte sie es vergessen, kann man das ja auch am Strom betreiben, beziehungsweise mit dem mitgelieferten USB-R auf USB-C-Kabel direkt wieder aufladen. Jetzt wisst ihr das, warum es solche normalen Timer gibt. Denn entweder ich nehme eine Eieruhr, oder ich nehme an der Stelle jetzt hier die Möglichkeit natürlich wahr und kann hier bis zu 9 Stunden, wie gesagt, einstellen. Das muss man natürlich wissen, ob man das braucht bei 10 Stunden. Also 10 Stunden, wie gesagt, geht es ja eigentlich. Also wenn wir hier so rüber gucken, wir sind ja dann bei 9 Stunden bis 59 Minuten. Gedrückt halten geht übrigens auch. Und ihr könnt dann auch auf die Sekunden direkt drauflaufen. Dann habt ihr hier sozusagen einen maximal 10-Stunden-Timer. Und das funktioniert soweit sehr gut. Finde ich auf jeden Fall eine ziemlich praktische Sache. Bin damit auf jeden Fall, ja, soweit zufrieden. Ich kann es direkt an die Person weitergeben, die richtig was damit anfangen kann, die halt keine Smartwatch benutzt, die halt keine Uhr benutzt, die halt auch gar keinen Draht zu Smartphone oder Tablet hat. Das ist halt ein halb analoges Gerät mit digitalen Ziffern und da ist auf jeden Fall der ein oder andere dann richtig beraten und kann auf jeden Fall sich freuen, dass man das auch mit oder sogar ohne Brille aus größerer Distanz an der Stelle erkennen kann. Ich bin an der Stelle erstmal raus und verlinke euch das Ding unten in der Videobeschreibung. Jetzt fragt sich der ein oder andere bestimmt, ja, was kostet der Spaß denn eigentlich? Ist tatsächlich relativ, ja, ich sag mal human, ob ihr jetzt eine Eieruhr für 10 Euro kauft oder für 18 Euro oder hier mit 15% Amazon-Gutschein, so ein Ding. Dann kann man an der Stelle nicht weiter meckern. Man sieht es ja hier, Highlight, Lowlight oder Powerlight, magnetisch oder einfach oben anhängen an einem Bindfaden oder. Für ein Powernap übrigens auch sehr gut geeignet. Finde ich ja schon mal ziemlich praktisch, wenn man den ganzen Spaß jetzt hier so sieht. Und das funktioniert auf jeden Fall
Auch. Ja, kann man eigentlich so nicht weiter meckern. Das hier mit der Up-and-Down-Funktion, gut, man könnte es ja dann doch, sage ich mal, als Stoppuhr benutzen, wenn man das Ganze denn möchte. Aber muss man das haben? Das muss man an der Stelle selbst wissen. Ich sage mal so, für den Dutch Oven oder für den Gasgrill ist es auf jeden Fall von Vorteil, wenn man ungefähr weiß, alle wie viele Minuten man draufschauen muss. So ein Dutch Oven kocht ja mal schnell 3 bis 5 Stunden, je nachdem, wie viel Kohle ihr drauf gehabt habt oder wie groß der Topf ist. Und dann ist der Slow Cooking natürlich auch idealerweise das beste Beispiel dafür. Aber das übernimmt wahrscheinlich die ältere Generation als die jüngere, je nachdem. Und dann kann man das auf jeden Fall ohne Probleme mit so einem Ding, mit einem großen Display nebenbei laufen lassen, auch wenn der Fernseh dudelt, du im Garten bist oder sonstige Beschäftigung hast. Ich bin erstmal raus, verlinke euch das Ding unten, bis zum nächsten Video und auf Wiedersehen.